Dschungelwelt, ein Menschenfindelkind, dessen Eltern Wölfe sind. Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten schaut ihr euch das selber an. Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa. Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da. Freunde wie die Schlange K und wie Baloo der Bär. Bösewicht Shere Khan, der jagt vergeblich hinterher. Mowgli, unser Held in der bunten Dschungelwelt, lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein auf der Abenteuerjagd. Ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug. Du musst dich noch mehr konzentrieren. Stell dir bloß mal vor, ich wäre Shere Khan, dann gäbe es wohl jetzt in diesem Dschungel keinen Mowgli mehr. Aber verrate mir doch wenigstens mal, wie du dich so schnell aus dem Busch da vorne hinter meinen Rücken geschlichen hast, Bagheera. Du warst da im Busch, das habe ich ganz genau gesehen. Ehrlich gesagt, ich war die ganze Zeit hinter dir. Was? Aber ich habe doch gesehen, dass das Gebüsch da gewackelt hat. Na ja, das mag wohl sein, aber so ein Gebüsch kann aus vielen Gründen wackeln. Und auf der Jagd ist es nun mal besser, seine Beute auch zu sehen. Ist der Unterricht nun zu Ende, Bagheera? Huch, das ist ja... Baloo! Dankeschön. Bitte. Ich habe geglaubt, dass du Bagheera bist. Bagheera meinte, ich würde ein prima Lockvogel sein. Also, Mowgli, wir beiden sind von Baloo entdeckt worden und damit ist der Jagdunterricht zu Ende. Aber eins solltest du dir merken, es ist sicher wichtig, dass du stark wirst, aber noch wichtiger, dass du dir keine Feinde machst. Je mehr Freunde du findest, desto länger wirst du friedlich leben können. Oh, ich bitte um Entschuldigung, Herr Oberlehrer, dass ich mich vorgedrängelt habe. Hey! Warte mal, Bagheera! Also schön. Ob er wohl böse auf mich ist? Baloo, was meinst du? Ach was, warum denn? Aber recht hat er schon. Es ist sehr wichtig, dass du ein guter Jäger wirst. Aber noch wichtiger ist es, gute Freunde zu finden. Meinst du wirklich? Na, so wahr ich hier sitze. Sag mal, was ist denn für dich in der Steppe das gefährlichste Tier? In der Steppe? Das gefährlichste Tier? Das Nashorn!
Genau. Nashörner sind gefährlich, weil sie beinahe blind und deshalb reizbar sind. Sie sind unausstehlich, wenn sie schlechte Laune haben. Was hat denn das mit Freundschaft zu tun? Na, obwohl sie so unberechenbar sind, haben selbst die Nashörner gute und nützliche Freunde. Zum Beispiel diese kleinen Vögel, die sich, solange sie auf dem Rücken eines Nashorns sitzen, vor keinem Feind fürchten müssen. Das Nashorn wird durch die Vögel lästige Insekten los, die ihm in den Rücken biegen. Und außerdem schlagen seine gefiederten Freunde sofort Alarm, wenn Gefahr droht. Auf diese Art helfen sich das Nashorn und der Vogel gegenseitig. Und für beide ist die Freundschaft nützlich, denn so stark so ein Nashorn auch sein mag, es kann eben nicht genug sehen. Glaub mir, Mowgli, es ist wichtig, dass man gute Freunde hat. Und ich erwische dich doch. Ja, ganz bestimmt. Mowgli! Hey, wo ist der? Was, bloß ein Traum? Was sind denn Freunde? Ich habe zwar schon davon gehört, aber wozu sollen die gut sein? Gibt's denn irgendwie einen Unterschied zwischen Freunden und Geschwistern? Ich habe leider keine Ahnung. Vielleicht kann man sich ja Freunde selbst aussuchen. Oh, mir ist das alles zu hoch. Baloo spricht in Rätseln, aber wahrscheinlich läuft es bloß darauf hinaus, dass man Freunde nicht fressen darf. Ach. Sagt mal, hat von euch denn gar keiner Hunger? Lass uns jagen. Genau. Da ist Lala. Lass sie lieber in Ruhe, die fängt doch bloß wieder an zu stänkern. Sieht so aus, als ob sie was gefunden hat. Das sehen wir uns an. Mhm. Auf in den Kampf. Geh bloß weg, das habe ich ganz allein gefangen. Als ob du im Leben schon mal was gefangen hättest. Du kriegst jedenfalls nichts ab. Wir können's ja durch fünf teilen. Sag mal, bist du bescheuert? Das geht ja wohl zu weit. Ein echter Wolf wird nie totes Fleisch fressen. Ihr seid keine Aasfresser wie Tabaki, oder doch? Wenn es noch nicht lange tot ist, ist es doch so gut wie frisch. So ein merkwürdiges Tier habe ich noch nie gesehen. Was für ein Tier soll das denn bloß sein? Ein stinknormaler Panda-Bär. Ein Bär-Bagheera? Kennst du dich damit aus, Bagheera? Aber eigentlich leben Panda-Bären nicht in der Gegend. Ich hab's jedenfalls gefunden und darum gehört es mir. Guck mal, es ist noch fast lebendig, nicht? Hör auf, Bakkus! Er muss in den Bergen in den Fluss gefallen sein. Denn Panda-Bären sind hoch oben im Gebirge zu Hause. Und du meinst wirklich, es kommt von so weit her? Mama! Oh, Papa, nein! Der Kleine hat wohl seine Eltern verloren. Aber das macht doch nichts. Dafür hat er jetzt mich und ich hab ihn zum Fressen gern. Bakkus, nun halt du dich aber mal zurück. Oh, ich bin schuld. Alles ist ganz allein meine Schuld, Mama, Papa. Ihr dürft nicht sterben. Du Shere Khan! Stimmt, Alexander. Ich warte hier auf mein Abendbrot. Du weißt, dass du die Gefahr durch das Feuer nicht ausnutzen darfst. So lautet das Gesetz. Ach, was gehen mich denn schon die Gesetze an? Los, rück den Menschenjungen raus! Du wirst sie nun führen. Papa! Los, haut endlich ab! Mein armer Papa! Ich will aber meinem Papa helfen! Ich kann ihn doch nicht einfach allein lassen! Los, lass uns doch bitte, bitte umkehren! Papa! Papa! Mama! Aber Mowgli, der Kleine, gehört mir! Ich werde ihn gegen eine bessere Mahlzeit tauschen. Einverstanden? Aber klar. Du kriegst ihn für zwei Hasen. Ein ganz dicker ist auch genug. Oder ein kleiner, von mir aus. Sag mal, Mowgli, was soll das denn werden?
Er will den Panda retten. Ich weiß zwar nicht wie und warum, aber irgendwie sind wohl die Panda-Eltern beim Kampf ums Junge ums Leben gekommen. Und das scheint Mowgli an Alexander erinnert zu haben. Daran, wie der mit Shere Khan gekämpft hat, das verstehst du doch wohl, oder? Das leuchtet mir zwar ein, aber ich find's trotzdem überflüssig. Also, das kleine Biest wird sich wohl auch nicht mehr ändern. Ich hoffe, Mowgli kommt möglichst bald mit einem leckeren Häschen zurück. Weißt du was? Ich könnte sogar dir das Jagen beibringen. Das hat doch keinen Zweck, weil ich vom Laufen noch mehr Hunger krieg. Mowgli, meinst du nicht doch, dass es dumm war, dieses Viech gegen ein Kaninchen zu tauschen? Dieser Panda sieht ziemlich mager aus. Akru, ich kann mir kaum vorstellen, dass Mowgli ihn fressen will. So, und warum hat er ihn dann hierher geschleppt? Psst, seid leise. Oh, Papa, Mama, nein. Der arme kleine Kerl ist ganz schwach. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Vielleicht solltest du es mit Füttern versuchen. Sehr gut, aber was frisst so ein kleiner Panda bloß? Oh ja, ich glaube, ich weiß. Ich suche mir ein paar Eier. Ja, und ich gehe Mama holen. Mhm. Akru, lass bloß den kleinen Kerl in Ruhe. Aber einer muss doch schließlich auf ihn aufpassen. Na, das mach wohl besser ich. Von mir aus... Vogelvater ist anscheinend auf Futtersuche. Also, Vogelmama. Autsch! Stell dich nicht so an, ich will bloß ein einziges. Los! Gib bitte, bitte eins her! Hey! Lass du mich bloß in Ruhe, du alter, blöder, großer Vogel! Los, hau gefälligst ab! Nun gib schon her! Wow, ich brauch nur ein ganz kleines Ei, sieh das doch ein! Los, geh weg, hau ab! Ich bin doch kein Vogel. Dir werde ich zeigen. Ja, das hat sich ja doch noch gelohnt. Hey. Ich hab ein Ei. Wie geht's ihm denn? Er ist zwar noch sehr schwach, aber so wie es aussieht, ist er unverletzt. Ich habe ihm extra ein Ei geholt. Er kommt gerade zu sich. Lass Kiki in Ruhe! Nein! Oh nein, Papa! Papa, Mama! Aua! Armer Mowgli, ist es sehr schlimm? Komm, zeig mal her. Das sieht aber nicht gut aus. So was Undankbares habe ich ja noch nie erlebt. Komm, wir schnappen uns den Kerl. Na sowas. Ich wollte ihm doch nur was Gutes tun. Da kann er mich doch nicht einfach beißen. Wenn ich diesen kleinen Mistkerl noch mal erwische, dann kann der aber wirklich was erleben. Aber Mowgli, er hat wahrscheinlich Angst gehabt. Der Kleine fühlt sich doch mutterseelen allein hier im Dschungel. Ist mir egal. Ich wollte ihm doch so gern helfen, aber so kommt er mir nicht davon. Armer Mowgli, das ist wohl leider nicht der richtige Freund für dich. Der kleine Panda hat große Angst vor den Menschen. Der kleine Panda ist anscheinend hier auf einen dieser hohen Bäume geklettert. Ach, ausgerechnet jetzt rufen sie uns zur Versammlung. Na komm schon, Mowgli. Ich werde mir erst den kleinen Panda vorknöpfen. Ja, aber... Lasst euch eine Ausrede einfallen. Und wenn du den undankbaren Kerl findest, dann reiß ihn bloß in Stücke. Wir zwei machen das schon. Ich kriege dich ganz bestimmt.
Habt ihr beiden den Mowgli gar nicht mitgebracht? Ui. Na ja, er ist leider verletzt worden. Aha, dann ist er in der Höhle? Ja, Akela, er sagt, er wollte in die Höhle zurück, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. In Ordnung. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Wie mir die Späher berichten, treibt sich Shirkans Gehilfe Tabaki in der Gegend herum. Das bedeutet für alle größte Vorsicht. Falls also von euch heute noch jemand vorhat, auf die Jagd zu gehen, seid besonders achtsam. Vor allem solltet ihr nur in Gruppen jagen. Schon wieder Shirkan. Und wer auch immer Shirkan zu Gesicht bekommt, erstattet mir auf der Stelle Bericht. Du, Akru, wir müssen Mowgli warnen. Riecht nach einem kranken Tier. Da muss ich mich aber beeilen, damit es Shirkan bloß nicht vor mir findet. Oh, Papa. Papa, Mama, warum habt ihr mich allein gelassen? Das ist er! Hep! Und Hep! Und Hep! Kannst du allein auslöffeln, du undankbarer kleiner Teufel. Oh, Papa, Mama. Der Kleine hat wahrscheinlich Angst. Ganz Mutterseelen allein im großen fremden Dschungel. Sogar das allerstärkste Nashorn ist nun mal auf gute Freunde angewiesen. Mag schon sein. Auch das Nashorn. Na schön, ich werde dir helfen. Hallo, du da. Nun komm schon her, ich bin's. Na los, komm schon. Blödmann, willst du unbedingt gefressen werden? Los, halt dich an meiner Hand fest. Beeil dich. Sitz denn auf den Ohren? Mist. Hey, warum tust du das? Halt hier keine Volksreden, sondern greif meine Hand. Warum? Ich will dir helfen, weil ich dein Freund bin. Ach. Nun komm schon. Oh. Nun komm endlich her. Thank you.
bist du stur. Tut mir leid, es ist alles meine Schuld. Diesmal entkommst du mir nicht, Mowgli. Der soll sich bloß nicht zu früh freuen. Wir beide sind nämlich nicht wehrlos. Chef, ich bin's doch bloß, Tabaki! Nun verrat mir mal, was du hier machst. Hau ab! Dieses Menschenkind hat mich schon wieder reingelegt. Oh, danke schön. Vergiss es, sag mir lieber mal, wie du heißt. Kiki, sag mal, stimmt es, dass du wirklich mein Freund sein willst? Also weißt du, ich kann mir denken, wie es dir geht. Ich habe auch keinen Vater mehr. Na, wenn das so ist. Ich hätte nie gedacht, dass es auch freundliche Menschen gibt. Ey, was heißt denn hier Mensch? Ich bin ein Wolf. Einen Wolf wie dich habe ich aber noch niemals gesehen. Ich weiß überhaupt nicht, was daran so komisch ist. Immerhin hat dir ein richtiger Wolf das Leben gerettet. Mhm. Ich habe dich nicht gebeten, mich zu retten. Ach, sag bloß. Mhm. Also das ist Freundschaft? Ich habe den Eindruck, dass die beiden genauso wie Baloo und Bagheera sind. Blödsinn! Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Shere Khan ihn gefressen hätte. Shere Khan? Und das sagst du mir? Das ist eine Unverschämtheit. Ich habe doch gewusst, dass du stur bist. Also du musst gerade reden. Das war euer Held in der bunten Dschungelwelt. Ein Menschenfindelkind, dessen Eltern Wölfe sind. Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten schaut ihr euch das selber an. Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa. Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da. Freunde wie die Schlange K und wie Baloo der Bär. Bösewicht Shere Khan, der jagt vergeblich hinterher. Mowgli, unser Held in der bunten Dschungelwelt, lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein. Auf der Abenteuerjagd, ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug. Lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein. Auf der Abenteuerjagd, ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch.